Chichi von der Trasen B und ich bin heute die Visite-Gitema die ich. Wir sind hier im Gebäude seit 2012 und haben insgesamt 48 Profen, 390 Schüler und 19 Klassen. Wir vertreten am ganzen 21 Sportarten. Auf der Satz von Premier haben wir heute Klassik mit den Sektionen B, C, D und G. Auf der Satz von Sankiam, General, haben wir dann eine Kooperation mit dem LTB. Und ich gehe so an. Wir machen einfach direkt weiter. So, also heute ist Profikonferenz. Ich halte sich Profi meistens in den Pausen oder nur der Schule ab. Wo sind die Infos so weiter? Ich gehe so mal hier mal gucken. Also heute sieht man zum Beispiel vom Rabundis. Heute sieht man zum Beispiel die Stundenplan von den Satyan. Und Schüler und Eltern haben noch Aktien mit einem Code drüber. So, da gehen wir mal direkt weiter. Heute ist das Büro von der Direktion, aber wir gehen aber noch nicht an. Ich gehe mal weiter. Wir sind noch schon beim Sekretariat gekommen. Das fragen wir mal als Sekretärin, was hat alles alles geschieht. Wir arbeiten heute zu drei im Sekretariat. Und aus uns kommen sowohl Profen wie Schüler wie auch Personal hin. Profen kommen froh, wenn ein Changement von ihrem Horaire aus, wenn ihr fehlt oder wenn sonst ihr Schnaps von einer Klasse aus. Da kommen aber die Schüler am allermeisten hin, weil sie zum Beispiel für ihre Schülerkarte froh kommen, die kann man hier rausstrecken. Oder was so froh sind zum Transport, respektive sonst irgendwelche Informationen, die die Schüler wollen. So, ich gehe mal jetzt massiv mit den Erklärungen an, ich gebe es mit Ihnen auch mal weiter. Und jetzt ist es ein Echo, wo die regelmäßig Informationen über die Nachwarten, über den Tagesmenü von der Kantine oder so drauf gesandt. Wir sind aber beim Rastbüro gekommen und stocken, um jetzt zu gucken, ob da Ringer da ist. Moin! Gut, was ist denn überhaupt der Service vom Rast? Mit dem Service Rast, also sich, also Rast steht für Absence pour raison sportive. Und das ist da, wo die Schüler begleitet gehen, für ein Deplacement beim Sport, während dem und dann noch. Für die Kompetition oder für ein Stage. Okay, das geht zum Beste. Merci. Adi. Adi. Gucken wir mal, was die Psychologie bei der Mailänder durch. Also, ich habe gesagt, dass ich schon die ganze Schule gekommen habe. Es hat mir sehr gesehen, erst zu begleiten, ob er am schulischen wie auch sportlichen B und erst zu helfen, eher Zukunft aufzubauen und immer in den Präsent, im Moment, in den investieren. Er hat wohl befunden, also als Priorität, und wir probieren auch alle Tage, erst eine Hilfestellung anzubieten zu ihrer persönlichen, schulischen, sportlichen Frauen. Mit verschiedenen Services, die wir eigentlich anbieten, in anderen Worten, Foyer du Jour oder die Jugendtreff, probieren wir als Service erst ein Umfeld zu kreieren, wo ich am menschlichen und anderen Hinsichten zu empfehlen und auch ihren Aufenthalt realistisch zu lesen. Ich gehe mal um in die normale Klasse zu gucken. Weil das ist eine normale Klasse, soll am sportlich sein. Alle gut sein, wir sehen ein bisschen so aus, und dem heute schon aufgestellt mit den Bänken. Und ja, ich soll immer weiter. Ich gehe mal um in die Bibliothek gucken. Voilà, ich bin bei der Bibliothek und dem Monsieur werde ich schon erklären, dass ihr weiter hin könnt. Wir sind hier an der Bibliothek. Das ist ein Arbeitsplatz für die Schüler, wo sie allein können kommen den ganzen Tag, respektive kommen sie auch mit ihrer Klasse hin arbeiten. Und dafür haben wir hier ein ganz Reihe Bücher für zu lesen, Zeitschriften. Und auch informatisches Material für Recherchen zu machen und natürlich auch rauszudrücken,
auszulehnen. Vielen Dank, merci. Voilà, das war die Bibliothek. Immer weiter. Das ist der Lunch. Heute kommen Schüler für ein bisschen zu relaxieren oder für sich ein bisschen am Mikrowell warm zu machen. Am nächsten Ding gehen heute noch zu Konferenzen von verschiedenen Profilen oder Föderationen der Halle. Heute mal die Jugendtreffen. Voilà, genau wie unser Lunch können die Schüler heute während der Schule, nur der Schule, an der Mittagspause relaxieren, bis Kika spielen, Bier oder so gedacht. Und können sich ein bisschen amüsieren. Heute mal der Feuer. Heute können wir Schüler als an der 15-Minuten-Pause als ein Mittagstisch kommen und noch etwas. Aber heute auch praktisch still ein bisschen sitzen, viel zu essen, viel zu schwätzen. Und dann hier an die Schule zu gehen, an die Klasse zu gehen, dann gehen wir weiter. Heute sind wir bei der Madame Diederich. Also, sie erklärt euch, wie wir Schüler bei sie gehen. Mein Name ist Tami Diedrich, ich arbeite heute als Diätetisierin. Schüler kommen bei mir, für Infos zum Thema Ernährung zu kriegen. Größtenteils läuft da die 1-zu-1-Beratungen, wo die Schüler hier Fragen können stellen oder individuellen Ernährungsplan können kriegen. Und für den Rest gehen auch noch regelmäßig Interventionen auf den Klassen organisiert zum Thema gesunde Ernährung und Sporternährung. Merci, Madame Diedrich. Dankeschön. Na weiter. Hallo, mein Büro von unserem Sportprof. Ja, ich bin dann Steve. Ich bin Philipp. Und wir sind dann die zwei Kinder vom Sportlycée. Die scheißen wir dann am Büro von den Kindern und von den Sportprofen, wo die Schüler dann alles können rankommen, wenn sie dann irgendeine Frage oder eben ein Problem von einer Blessure. Im Fall von einer Blessure können wir mehr als eine Medikation. Am Platz von der Sportstunde mit den Sportprofen kommt dann mal da an die neue Halle, wo wir spezifische Übungen machen, für das ihr am Ende von der Medikationsphase ohne Risiko mit eurem Training könnt aufhängen. Voilà, das war ein kleines Resümee von der Aktivität von den Kindern am Sport. Ja, das war dann auch schon mal unsere Visite-Idee vom Sportlycée. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht seht ihr euch nächstes Jahr. Adieu!